Dein Laden läuft deswegen nicht, weil das alles hier so rumsteht. Marco, dass du das nicht siehst. Wir sind dabei, wie gesagt, das ganze Scheiß, sag ich mal, aufzuräumen, aber von jetzt auf morgen geht's nicht. Ja. Soll ich dir was sagen, ganz ehrlich? An- und Verkauf oder was auch immer ist nicht dein Ding. Lass es sein. Wir verkaufen diese ganzen Sachen, die du hier hast, das, was man verkaufen und dann gib's auf. Weil das ist kein Ding. So, also ich kann dich noch... Ich gib's generell nicht auf. Aber ich kann dir so nicht helfen, das geht nicht. Weißt du, wie soll ich deinen Laden denn hier... Ich hab gedacht, ich hab einen Laden hier, ich hab keinen Laden hier. Wie soll ich den denn aufpeppen? Es mieft hier, riecht dir das nicht? Also ich riech's nicht, wie gesagt. Ja, weil du dich wahrscheinlich schon daran gewöhnt hast. Und das darf nicht sein, weißt du, wenn ich mich hier rein... wenn ich hier reinkomme in deinem Laden und will was gucken, dann muss mir nicht so sein, als ob ich mich jetzt gleich jeden Moment übergeben werde. Also langsam reicht mir wirklich. Es reicht mir. Warum? Weil ich dir die Wahrheit sage? Nee. Sondern ich lüge jetzt. Weil du was behauptest, was gar nicht an dem stimmt. Aber ich seh's doch, ich bin doch nicht blind, ich seh doch alles. Ja und ich hab dir mal gesagt, von heute auf morgen geht sowas nicht, komischerweise. Man kann doch diese Töpfe hier waschen, oder? Diese Behälter, das ist voll mit Fett, hallo? Ihr lebt hier drin. 2 Tage, 3 Tage noch, dann bilden sich da irgendwelche Tiere. Glaubst du vielleicht, aber ich nicht. Lass dich halt bitte liegen. Ja, schau mal bitte. Ja. Lass dich halt bitte unten liegen. Lass die Scheibe unten liegen, ansonsten schmeiß ich raus. Es ist ruckzuck. Komm, abbrechen, raus. Alle, raus! Ruhig, ich hab dich nicht angefasst. Und tschüss. Ruhig. Und tschüss, Leute. Ich bin zwar doof, aber so doof. Wie er mich hinstellt. Das hat keiner behauptet. Ich stelle dich auch nicht als doof hier. Ich möchte nur, dass du die Unordnung hier siehst und ich möchte auch, dass du begreifst, warum hier keine Leute hinkommen. Es kommt mir so vor, ja, als wenn du mich hinstellst, als wenn ich sage, dass es dämlich wäre. Nee, habe ich gar nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, aber du sollst aufräumen. Vielleicht. Ich habe gesagt, aufräumen. Aufräumen heißt nicht saudämlich. Vielleicht bist du faul, aber du bist nicht dämlich. Faul bist du. Ich war nicht faul. Du bist faul? Nein. Dann würde das hier anders aussehen. Was, Jochen? Komm, vergiss das Thema. Guck mal, und wenn dir irgendwas nicht passt, es reicht jetzt. Aber dann erklär mir das doch. Es reicht jetzt. Ihr, ja, gib mir den Kinn und ich könnt gehen. Ich bin halt so ein Mensch, aber der, wie soll ich sagen, der ungern was wegschmeißt. Ja, aber das geht doch nicht. Ja, und wenn dann müllst du dich hier zu. Wenn ich meine, ja, es ist soweit, ja. Aber dann zieh aus, lass ihn in Ruhe und wohn alleine. Dann kannst du dich... zumüllen bis oben hin. Aber es lebt noch ein anderer Mensch mit dir. Er hat auch ein Leben. Vielleicht denkt der ja anders. Vielleicht vertritt der ja nicht deine Hobbys. Dann wird der eins. Aber ihr seid 2 verschiedene Menschen in 2 verschiedenen Körpern. Lass ihn doch auch mal leben. Chikrö hat mir eigentlich aus der Seele gesprochen. Das ist hier ein An- und Verkauf. Da versuchen wir jetzt diese Sachen anzubieten. Die Kasse und diese 2 Schreibmaschinen. So, jetzt ist die Frage. Was denkst du, was die Sachen uns bringen? Hm. So, wenn wir für die Sachen vielleicht 100 Euro kriegen. 100 Euro? Sind wir gut. Sind wir gut. Und was ist, wenn wir nicht gut sind? Womit bist du dann zufrieden? Wo wäre da deine Schmerzgrenze? 60, 70, 70 sag ich. Also für 40 gar nicht. 50, wäre das Minister. Also, wie gesagt, 40 geht gar nicht. Hier geht's nicht gut, ne? Tut schon weh, klar. Aber... Was ist denn dein Bedenken? Wovor hast du denn Angst? Irgendwie, sag ich mal, muss ein neuer Start her. Wenn ich heute nicht, wenn ich morgen, sag ich mir immer, übermorgen ganz bestimmt. Und du bist jetzt stark genug dafür? Ich weiß, dass das wehtut, weil das eigentlich deine ganze Zukunft war und deine Vergangenheit und dass du halt darauf eine Basis aufbauen wolltest, was dir halt nicht gelungen ist und deswegen ja, bist du vielleicht auch enttäuscht. Jetzt will ich es und muss es durchziehen. Ist egal wie. Gut, dann gehen wir rein, nimm die Sachen mit. Gucken, dass wir wenigstens ein bisschen was verkaufen können. Ist schon ein super Lädchen, dieses hier. So in dem Stil, denke ich schon. Hätte ich es gerne gehabt.
Also die Schreibmaschinen, das kann man wirklich vergessen. Die gehen gar nicht mehr. Ich habe wirklich schon bessere weggeschmissen. Hier haben wir eine Uhr drin, eine Wanduhr mit einer Pendel. Aha. Am besten schauen Sie sich die Sachen mal an. Ja. Die funktioniert? Die funktioniert, nur das Uhrwerk ist ein bisschen verharzt. Da ist die Feder gebrochen. Das kann nicht funktionieren. Da ist so ein Feder drin. Da ist ein Feder drin, normalerweise, was da schwingt. Funktioniert kann die nicht haben. Ich wäre auch gerne mit anderen Sachen vorbeigekommen, aber... Da haben sie auch schöne Sachen. Leider nichts gefunden. Leider nichts so, gefunden. Dann haben wir einmal die Uhr noch, das Bild und diese Kasse. Die Superkasse. Da fehlt doch leider genau, da fehlt, die Kurbel, das Hauptteil dazu. Die Kurbel, die findet ihr mit Licht, wie gesagt. Ja. Aber das ist da, auf jeden Fall. Die ist da. Nur wir haben es jetzt auf die Schnelle nicht gefunden. Ja, was machen wir jetzt? Wenn wir sagen, dann nur für die Uhr 30 Euro? Nee, 13. Oder wir machen 25. Komplett, oder wir sagen, die Kasse mit dazu, die Kurbel wird den auf jeden Fall vorbeibringen und sagen wir für alles dann 70 Euro. Kasse und Uhr. Nee, machen wir die Uhr und das Bild für 30 Euro. Uhr, Bild, das 30 kann man Euro. Machen. Die Kasse also, gar nicht, ja? Nee, wirklich nicht. Überhaupt kein Interesse. Er kann da wieder gerne mit vorbeikommen, wenn er die Kurbel hat und was probieren kann. Also, ich hätte nichts dagegen für 30 Euro, die beiden Sachen, aber das ist deine Entscheidung. Lass mich kurz mal 2 Minuten Zeit, ja? Na, kein Problem. Okay. Gut. Okay, habe ich jetzt entschlossen für diese beiden 30 Euro. 30 Euro. Okay. Wie willst du deinen Tisch dekorieren? Dann meine Bücher. Hm? Also das heißt, wenn du schon 10 Bücher hier drauf hast, ist unser Tisch besetzt. Dann können wir die restlichen Sachen wegschmeißen. Also Bücher wieder weg? Bücher wieder weg. Ah, ja, Marco. Bitte? Am besten nicht, ja? Wieder, ja? Ich flipp gleich aus. Ja? Aber wirklich. Ja, na, ich flipp gleich aus. Warum? Darum. Weil ich es so will, wie ich es will haben. Und ganz einfach. Wenn ich sage, ich will es so haben, dann will ich es so haben. Aber bis jetzt hat es doch so nicht funktioniert, wie du es gemacht hast. Und ich sollte dir doch helfen. Ich sollte dir doch sagen, wie man das macht. Ja, Marco. Ich werde 1, 2 Bücher auf dem Fall stehen, wie gesagt, damit sie auch sehen. Und dann vielleicht kommen. Okay, dann bin ich ganz still und verhalte mich ruhig. Geh einen Schritt zurück und du machst das. Und warum stellst du nicht alles raus? Ihr seid alles raus. Und alles drin jetzt. Eins von beiden. Nee, ich frag dich ja nur. Ich denke mal, eins reicht doch aus. Und wenn, dann sehen sie ja, was da unten ist. Aber was ist denn, wenn ich jetzt hier stehe? Und jetzt hier vorbeigehe und nur das sehe, dann weiß ich ja nicht, ob das ein Set ist oder nicht. Aber wie gesagt, mir reicht's gleich, ja? Nee, lass doch. Nee, warten, 1, 2, es reicht mir gleich, ja. Es wird eingehen lassen, wie ich es mache, im Prinzip. Ganz einfach. Und wenn, ich mache es so, wie ich es will. Und wenn es dir gefällt, wie gesagt, der kann bitte weitergehen, wie auch immer. 15 Euro. Das dahin. 10. Jetzt Angebot. Wunderschön. Ja. Kannst du von 15 auf 10 direkt runtergehen? So. Generell. Hä? Mach ich generell. Direkt 5 Schritte? Würde ich mir als Kunde verarscht vorkommen, wenn du 10, 15 sagst und dann auf einmal 10 runter, also auf 5 Euro direkt runtergehst. Da ja, bis 15 nicht will, kriegst du 10 gesagt. Ja, dann sagt man vielleicht 14 oder 13, aber nicht direkt 10. Und jetzt drückt ihr dich auf 8. Was machst du jetzt? 10 bleibt. 10 bin ich jetzt. Ja, man muss ja ein bisschen handeln, oder? Ja? Ein bisschen handeln. Macht ja Spaß. Ja, bin ich schon. 8 Euro. 9. Ich das im Staubsauger fürs Auto wahrscheinlich. Mhm. Korrekt. Beachte mich sofort mit. Okay? Hallo, Hauptmann. Marco, der ist unbelehrbar. Ich gebe es jetzt langsam hier auf, weil egal wie ich dem versuche zu helfen, er weiß immer alles besser. Dann denke ich und frage mich, warum hat sein Laden nicht funktioniert. Du kannst nicht bei einem Teil bei 15 Euro anfangen und wenn die Dame sagt, kann man an dem Preis noch was machen, direkt 5 Euro runtergehen. Du kannst ja sagen, ja, was wäre denn ihr Preis? Damit du mal ein Gegenangebot, vielleicht hätte sie 14 gesagt oder 13.
dann kann es immer noch handeln. Jetzt hat die sich von 15 bis auf 8 runtergedrückt. Das ist knapp die Hälfte. Mir kommt das so vor, als ob du auch nur auf dem Flohmarkt, auf einem einfachen Flohmarkt, irgendwie total überfordert bist. Ja, wieso? Ja, weil du so einen Eindruck machst. Du bist nicht sicher genug. Es wären dir bestimmt jetzt irgendwie 3 oder 4 Verkäufe geplatzt, wenn ich nicht hellhörig gewesen wäre und das mitgekriegt hätte. Und wenn ich dir das sage, dann sagst du, dann hättest du mitgekriegt. Man muss halt, auf dem Flohmarkt ist es nun mal so, dass man schnell sein muss, dass man nett sein muss. So ist das Leben. So, oh, schön dekoriert. Braun auf blau. Ja. Wie geht's euch? Ja. Wie waren so die letzten Tage für dich, Marco? Stressig. Stressig? Warum? Warum? Wie gesagt, weil ich halt ungern, eigentlich weil ich ungern, dass ich mich von diesen Klamotten trenne. Aber ich habe halt, wie gesagt, jetzt gesagt, jetzt muss von A bis Z mal aufgeräumt werden. Definitiv, wie gesagt. Ups, mit hier um. Siehst du es denn ein, wenigstens jetzt? Dass ich dir versucht habe zu helfen? Ja. Und willst du für die Zukunft was ändern? Ich habe mir gedacht, in den nächsten 2,5, 3 Monaten schicke ich noch mal Bilder vom Keller, von der Wohnung. Mach das. An mich. An dich direkt. Mhm. Also zwei Leute an dich. Mhm. Und dann, wie gesagt, kannst du sehen, dass sich hier was geändert hat. Wenn nicht, okay, versprochen? Wenn nicht, kannst du herkommen und mich in den Arsch treten. Versprochen? Mhm. Gut. Ich meine, du machst es ja auch im Endeffekt nicht für mich, sondern für dich oder für euch. Ja? Jetzt haben wir aber doch ein bisschen was gefunden, was wir verkauft haben. Ein bisschen was haben wir verkauft. 21,50 Euro. Was macht das Gesamt? 51,50. Genau. 51,50. Okay? Wir haben mehr eingenommen als du letztes Jahr. Bestimmt. In den letzten 3 Jahren. In den letzten 3 Jahren. Noch schlimmer. In dem Sinne würde ich mich jetzt auch gerne von euch verabschieden und wünsche euch alles Gute für die Zukunft. Ja? Danke dir auch. Nicht zu danken. Bis dann. Ciao. Ja, ciao. Tschüss. Ciao. Für heute, sag ich mal, bin ich mit 51,50 eigentlich, naja, zufrieden. Freue mich auf jeden Fall doch und es ist wirklich sehr erfreulich, dass er die Einsicht zeigt und hier eine Kehrtwende herbeiführen wird. Der Marco ist ein richtig harter Knochen. Ich habe ihm versucht, einige Sachen mit auf den Weg zu geben für die Zukunft und ich hoffe auch, dass er die befolgt demnächst. Ich wünsche ihm alles Gute.